Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Tube Point Hospital. Hatte ich die Wolkenverarbeitung? Nee, hatte ich gar nicht. So. Hier konnte ich sogar zwei Leute reinsetzen, das weiß ich nur. Aber warum habe ich den Raum jetzt so groß gemacht? Nein. Moment. Verarbeiten. Und hier das wegnehmen. So. Dann wollte ich da das Plakat dafür hinmachen. Ich habe doch ein Plakat dafür. Was ist das denn? Ach, nee. Und das Foto dafür. Das aktualisiert sich gerade derzeit gar nicht so. Alles, was nach oben soll, packen die gar nicht nach oben lassen. Schade. So. Dazu brauche ich aber auch einen Onkel Doktor, ne? Nimm den. Wer war das? Ein Fahrer hat gekündigt. Ja, gut. Man hat jetzt einen Fahrer gekündigt. Das ist halt so. Hört doch mal auf, hier alles nass zu machen. Sehr schrecklich mit euch. Der ist verbessert worden, der ist verbessert worden. Der kann aber da mal hin. Na, du könntest auch eine Verbesserung vertragen. Mit dir? Du wurdest verbessert. Sehr gut. Ich habe gerade nur zwei Leute, die fahren. Das muss ich beachten. Okay, du wirst als nächstes verbessert. Erstmal alle auf 2 bringen und dann schauen. Der Easy Scan kann auch einmal verbessert werden. Weiterbilden. Fragen. Und du darfst dann tatsächlich auch nur fahren. Hört doch mal auf zu sterben. Das ist nicht in Ordnung. Das ist uncool, Leute. Uncool. Da ist ein Töpfer, sehe ich gerade. Na gut. Aber wir kriegen das jetzt hin. Guck mal, das Geld ist eigentlich auch schon da. Ich lasse das aber so runterlaufen, weil so habe ich jetzt immer genug Geld, falls mir mal was kaputt gehen sollte. Außerdem muss ich ja auch Upgrades installieren, was teuer ist. Herbe Enttäuschung nach meinem Gespräch mit der Bürgermeisterin über das Rockfestival. Wie sich herausstellt, hat ein besorgter Bürger die Ablehnung unserer Genehmigung beantragt. Das Festival ist damit gestorben, Freunde. Aber hier ist alles auch auf 2. Nie. Und mit diesem Song werde ich es beweisen. Du bist auf 2. Bitte priorisieren Sie den Unterhaltungswert für unseren Gast über das Wohlergehen der Patienten. Wenn der jetzt hier gleich fertig ist mit Fahren, können wir gleich die nächsten, glaube ich, reinnehmen, oder?
Das gönne ich mir, das ist sehr wichtig. Na, komm schon. Jetzt egal. Kann nicht zugewiesen werden. Jetzt habe ich aber wieder drei Fahrer. Okay. War ich ein bisschen viel? Na gut. Jetzt war ich gierig. Töpferei, Töpferei, Töpferei. Kann ich mir das leisten? Nö. Leisten. Du bist leider der Falsche. Hast du eigentlich eine Heizung eingesetzt? Ja, gut. Ich war mir jetzt nicht so sicher, ob ich da eine Heizung drin habe. Heizungen sind wichtig. Sonst ist es kalt. Topf. So. Und zwar wird es wieder nicht die schönsten. Passt du da rein? Ich dachte, ich könnte ihn da so reinpressen. Halt hier in der Ecke. Mülleimer nicht vergessen, weil das sind ja auch immer so kleine Schlumpis. Wir entschuldigen uns für den Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Ich habe eine ungerade Anzahl an Hausmeistern. Nee, nee, doch nicht. Ich habe herausgefunden, wer hinter dem Antrag gesteckt hat, der unseren Rockfestival-Traum begraben hat. Kein anderer als Sir Nigel Bigglesworth. Nun, ich bin kein Freund. Wird er eigentlich viel schneller sein? Also habe ich ihn bloß in die Toilette des Senders eingeschlossen, wo ich seit 3 Stunden richtig laute Musik laufen lasse. Ich hoffe, es gefällt dir, Nigel Boy. Weiterbildung abgeschlossen. Ich werde mal hier den ein bisschen helfen. Krankenpfleger zur Frakturstation, bitte. Der Rest kriegt da hin, Spritzen raus. Handeln. Bei meinen Ärzten. Stimmt, da wollte ich denn noch einen in der Dings machen. Einen Psychiater. Schon ganz nice. In der allgemeinen Diagnose wird ein Krankenpfleger benötigt. Der ist soweit fertig. Warum nicht? 1, 2, 3, das kann ich machen. Ich weiß gerade nicht, welcher von denen gerade repariert wird. Darum müssen jetzt alle ran. Ich hätte ganz gerne noch einen zweiten Forscher auf. Bin ich ehrlich.
Da das jetzt mit Geld hier läuft, nehmen wir mal das mit rein. Nicht klappen. Promi! Oh, unbedingt mehr Hausmeister, ne? Die überhaupt was machen. Ja, putzen, Leute. Putzen! So, der Recht kriegt. Wohin? Es sind hier schon wieder so viele. Ist gerade auf Toilette. Jetzt komm raus! Danke. Das heißt, die sind dann so ein bisschen wieder ein bisschen besser entlastet. Obwohl ich nicht verstehe, warum sie die Betten nicht voll machen. Das ist immer so eine Sache bei denen. Ich verstehe das nicht, warum sie die Betten nicht voll machen. So, jetzt geht die ganze Runde wieder von vorne los, die Schose. Weil jetzt kosten die nämlich mehr. Ich weiß ja, dass ihr mich vermisst habt, aber keine Panik. Ricky Hawthorne ist zurück auf Radio Two Point, um eure Sorgen zu vertreiben. Die Großen, die Kleinen und natürlich auch die Mittelgroßen. Auch die Mittelgroßen? Nee, das klappt jetzt so. Ja. Wie sieht's jetzt hier aus? Theoretisch wäre da eine zweite Chirurgie cooler, aber das wird nicht gehen. Halb. Wir uns mal ein paar Leute. Lassen das jetzt mal da sein. Ja, reparieren wir hier so ein bisschen die Autos. Das wäre schon sehr cool. Also langsam klappt es jetzt mit dem... Also wir haben die erste Hürde. Wir haben die Hürde geschafft. Wir haben es geschafft, ehrlich gesagt, glaube ich. So, klar kriegen wir jetzt das mit den Sachen nicht da, die Schocktherapie. Brauche ich wieder einen Arzt, ne? Nehme ich den. Da. Ja gut, aber ich baue ja immer wieder neue Gerätschaften. Also ist das denn machbar, dass ich auf die 20 Upgrades auf jeden Fall komme? Wo ist denn jetzt das Poster für Schocktherapie? Ah, da. Wir wollen es ja, wie gesagt, ich versuche es minimal hübscher zu machen als sonst. Die letzten zwei Krankenhäuser waren ja jetzt nicht so schön. Das erste habe ich jetzt einfach nur so gebaut, um zu schauen... Wie geht's eigentlich weiter? Ne? Und ja. Zwei Upgrades werden jetzt gerade installiert. Ein Arzt wird im Strecksaal benötigt. So, hier kommen wieder neue Leute. Sehr gut. So, du bist drei, du bist drei. Wieso bist du drei? Seid ihr drei und du nur zwei? Weiterbildung
wird schneller nach oben als eine Treppe. Auch wirklich mal ein Hausmeister, der nur das macht. Einer von euch Hausmeistern werde ich jetzt leider nur dazu verdonnern. Ich habe 1, 2, 3. Ich habe 1, 2, 3. Genau. 3, 4. 1, 4. Ob das funktioniert. Ein Hausmeister wird, also zwei Hausmeister werden im Prinzip dazu zwangsverpflichtet. Guck mal gleich die mit Geistern, das ist sehr gut. Was willst du denn? Oh. Ich hab keine Zimmer. So, du bist jetzt auf voll. Kann ich gar nicht auf voll machen? Nehme ich dich auf voll. Hast du einen Arzt? Nee. So, dann sind die Hausmeister nämlich so weit. Dann brauche ich nur noch einen, der Mechanik macht. Und einer, der Kfz-Mechanik nur lernt. Komm, dann mach das noch. Wie sieht das mit Patienten aus? Ganz gut aus. Ich habe zwar jetzt leider die falschen da gemacht, aber das ist egal. Egal. Wird schon. Warum ist halt so ein bisschen so nicht gut? 15. Ich habe auch nicht mal so viele Räumlichkeiten. Ich würde halt den weiter nach hinten schieben. Bringt man denn auch nicht so viel. Ich bräuchte schon immer was Zentraleres. Das hier zum Beispiel. Der berüchtigte Serienmüller von Flemington wurde endlich gefasst. Der Kriminelle, der in Wirklichkeit Ulrich Unrath heißt, ist 72 Jahre alt und hat seit Jahrzehnten seinen Müll ausschließlich auf den Boden geworfen. Sein Spezialgebiet waren leere Chipstüten. Jetzt, da wir wissen, dass der Müllmeister nicht mehr auf den Straßen sein Unwesen treibt, werden wir alle sicher besser schlafen. Weiterbildung abgeschlossen. Der Unterricht ist beendet. Das freut mich. Ein Arzt wird in der Forschungsabteilung benötigt. Na? Den müsste ich auch noch. So, du könntest schon mal hier hin. Der ist jetzt zwei. Ich will nie mehr als zwei Sachen verbessern. Forscher wäre noch gut. Weiter vor. So, Jungs und Mädels, vergesst nicht hier so ein paar Upgrades zu machen. So, komm, wo können wir denn welche einsacken? Hier. Ihr holt euch die. Und ihr holt euch die. Ich habe nämlich gerade gar keine in meinem Repertoire, außer die hier. Die drei, aber die gehen noch. Die sind noch ganz happy. Ich brauche nur 8 Tage, das ist vollkommen in Ordnung. Ein Krankenpfleger wird in der allgemeinen Diagnose verlangt. Nee. Verdammt.
Ich habe mal eins meiner Flugzeuge verkauft. Das wollte ich gar nicht. Und dann noch so ein richtig gutes Flugzeug einfach. Die Free Dival. Davon habe ich 3. Wie viele Chirurgen habe ich? 3. Ich nehme den mal mit rein. Kann das denn passieren? Roachburger präsentiert die neuen Space Soßen. Aus einer geheimen Mixtur völlig losgelöster Gewürze. Probiert unsere neuen Space Soßen. Einfach zum Abheben gut. 24 Stunden am Tag. Das ist Radio 2Point. Ach verdammt, jetzt habe ich den falschen, ist egal. Wollte ich gar nicht. So. Wir machen jetzt Bereitschaft. Bin ich schon wieder im Müll, den Sie auf unserem Boden verteilt haben. Wie Devil. Nee, du gehst in Ordnung. Die Ente war noch auf 3, das ist das Problem. Noch 4 Upgrades, Leute. Noch 4! Meine Notfallpatienten, wie sieht das denn hier aus? Hier stehen sie mal ein bisschen zu lange. Damit kann ich leben. Mit den 2 kann ich auch leben. Das ist auf der Schwesternstation. Die sind easy peasy. Die sind drauf. Ach, ey, das ist doch. Ärgere mich jetzt nur minimal. Ein Krankenpfleger wird ins Spritzenhaus gebeten. Ist egal. Ist egal. Das ist egal, welchen von beiden. Habe ich mein Entchen verkauft. Hier sind 3, hier sind, da fehlt noch 3. Da auch 3, aber da kann ich noch gar keine 3. Instandhaltungsdurchsage. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Hier, dann hole ich mal wieder ein paar Leute. Ich kann ja nur 2 hier zuweisen. Das wird zu knapp. Boah, ist das ärgerlich, ne? Das Entchen kostet 40.000. Ein Arzt in die Forschungsabteilung, bitte. Wieso bin ich jetzt eigentlich schon wieder so krass im Minus? Noch 5 Monate, dann kann ich das besser machen. Na gut, ich habe sehr viel Geld ausgegeben, als ich den Raum gekauft habe. Aber den Raum habe ich jetzt vorzugsweise erstmal vorsichtshalber gekauft. Komm, geh Pause machen. Bevor du mir noch heulst. Das habe ich nicht geschafft. Das ist sehr gut. Da war kein anständiger Arzt mit bei. Wo ich gedacht habe, ey, der ist cool. Oh, ein Popstar besucht das Krankenhaus. Sehr gut. Gut, manche gehen sofort da rein. Hier Upgrades installieren. Kann ich irgendwen davon nehmen? Die 2 nehme ich mit rein.
Ich würde ganz gern die wichtigen Sachen hier, so wie die Holz... Was heißt das nochmal? Honigklappe, nicht Holz. Honigklappe oder so. Die Sturm... Entlasser. Den würde ich halt ganz gerne... was verbessern. Aber langsam kommt ja das Geld wieder rein. Vorher will ich mir noch ein Entchen holen. Ah, ja gut, aber langsam kommt das Geld wieder. So, da kommt der Hausmeister. Ich brauche eigentlich keine Kuhdurch. Ich habe genug. Ich weiß gar nicht, was ich damit machen soll. Der Gesundheitsminister trifft ein. Das ist das Problem. Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich mit dem machen soll. Hallo! Hatte ich nicht gesagt, ihr sollt mal hier fahren? Wird nun für Notfall nicht erreichen. Ja, warum nicht? Vielleicht auf einmal so viel Schulden. Ja, was ist denn da passiert? Attacke, Leute. Wir machen das mal so. Dann fühle ich... Nee. Das hätte ich jetzt nicht... Es gibt einen neuen Gesundheitskonzern in der Stadt und seine innovativen Behandlungsmethoden sorgen bereits ganz schön für Aufsehen. Ich für meinen Teil kann es kaum erwarten, lebensgefährlich zu erkranken, damit ich die Behandlungsmethoden dort selbst einmal austesten kann. Bis dahin noch einen Song, der euch garantiert krank macht. Die jährliche Prüfung steht bevor. Okay. Habe ich den aber schon reingesetzt, ne? Kann ich noch zwei machen? Ach, muss nicht. Aber vielleicht doch? Hm. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass die jetzt immer das mit dem Upgrade rausnehmen. Sobald im Prinzip da jemand wirklich drin ist und behandelt wird. Ganz cool. Eigentlich müsste der auch noch gemacht. Habe ich den nicht nur einen? Achso, der macht gerade. Das wird gerade gemacht. Und das wird mich jetzt richtig reinhauen. Ich muss jetzt echt aufpassen. Ich hätte mir gerade ein Entchen.
5 Leute muss ich heilen. Easy. Instandhaltung für die Schocktherapie erforderlich. Ja, macht mal bitte alle heile. Hab genug von euch, dass ihr das hinkriegt. Komm schon, ich will jetzt noch in dem Part das haben. Oh. Natürlich reparieren sie jetzt erstmal alles. Instandhaltungsdurchsage. Pflanzen benötigen Wasser. Zwei müssen geheilt werden und ein Upgrade muss. Okay. Langsam aber sicher kommen sie ran. Die hat einfach aufgehört mitten in der Pause, ey. Kann doch nicht wahr sein. Was bist du für einer? Du hast 2. Das ist relativ gut. Das heißt, du gehst relativ zügig vonstatten. Chirurgie 2. Nehme ich mit, weil das ist wichtig. Chirurgie ist wichtig. Ja gut, Krankenstation auch, aber... Der Jumbo-Großkonzern bringt in Kürze eine neue Reihe an Smartphones auf den Markt, die jede eurer Bewegungen tracken, alles, was ihr sagt, mitschneiden und hochauflösende Videos von allem aufzeichnen, was ihr tut. Ein toller Weg, euer ganz privates Tagebuch zu führen. Das zweite Krankenhaus war jetzt... Oh nein. Okay. Diese Rettung kann man fast nicht mehr als medizinische Dienstleistung bezeichnen. Ich weiß da ja nicht, wieso du erwartest, dass ich dir dazu gratuliere. Vielleicht wendest du dich besser an das Hilfsministerium und vergisst niemals, dass du meinen überragenden Scharfsinn nicht entgegenzusetzen hast, von dem ich hier ohnehin jegliche Schadenfreude leider Gebrauch machen musste. Also, du kannst weiter den steilen Hang deines beruflichen Abstiegs hinabrutschen. Achso, das haben wir schon. Oh, ich krieg einen knuddeligen Pinguin. Was macht der? Was macht der Pinguin? Pinguin? Oh, Pinguin. Jetzt sag nicht, der Pinguin ist nur für... Oh, ist das nur für Dings? Er ist nur dafür. Schade. Okay, dann gucken wir mal ganz ehrlich. Erreichte 3 Monate hintereinander Rang 1 bei der Anzahl der abgeholten Patienten, bei der Heilungsrate, bei der Todesrate, bei Fehlschlagsrate und erreichte 3 Monate beim Notfall. Oh. Boah, das wird hart. Gut, aber damit beschäftigen wir uns beim nächsten Mal. Ich sage auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann gebt mir doch einen Daumen nach oben oder lasst ein Abo da. Ich würde mich sehr freuen und bis dahin sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.